Danke vielmals. Danke für das zahlreiche Erscheinen bei diesem phänomenalen Event, zu dem sich einige der größten Freigeister unserer Zeit hier versammelt haben. Mein Vortrag heute trägt den Titel „Der Kult des ultimativen Bösen, Befehlsausführer und die Zerstörung der heiligen Weiblichkeit“. Und ich möchte gleich zu Beginn diese Folie präsentieren. Den Geist dieser Präsentation versinnbildlicht es gut, denn genau das ist jenes, welches Befehlsbefolger dieser Welt ins Visier nehmen. Es ist die Göttin der Fürsorge. Sie zielen auf die Dynamik der Fürsorge, die jetzt schon kaum noch in unserer Welt vorzufinden ist. Und sie werden auch diejenigen sein, die sie zerstören werden, falls dies eintreffen sollte. Bevor wir beginnen, möchte ich einige Warnhinweise über meinen Präsentationsstil loswerden. Falls einige hier nicht wissen, wer ich bin, diejenigen, die mich kennen, wissen, wer ich bin und wie ich bin. Es gibt bestimmt einige Menschen online, die nichts über meine Arbeit wissen, also gehe ich das Folgende mal durch. Sie werden hier nichts bahnbrechend Neues von mir hören. Wie das alte Sprichwort schon sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und was dieses altertrümliche Sprichwort meint, ist Folgendes: Die Wahrheit war schon immer unter uns. Sie existiert für ewig. Es geht darum, dass wir sie erkennen. Sie war schon immer hier, sie wird immer hier sein und sie kann nicht zerstört werden. Mein Präsentationsstil wird als sehr intensiv und manchmal auch kämpferisch beschrieben. Einige der Anwesenden werden sich sicherlich heute angegriffen oder verärgert fühlen. Sollte dies eintreten, fühlen Sie die Emotionen, nehmen Sie sie wahr und ordnen Sie diese mit allem einfach mal ein. Es liegt in der Natur der Wahrheit, dass diese kämpferisch sein muss, dass sie ständig in Konflikt mit Manipulation, Lügen und Täuschung steht. Ich trage diese Informationen nicht vor, um gemocht oder berühmt zu werden. Ich präsentiere sie nicht, um Geld zu verdienen oder mir Freunde zu machen. Ich möchte dies auch eigentlich nicht mit meiner Zeit machen, wie ich schon einigen Menschen versucht habe zu erklären. Ich verstehe bereits diese Informationen. Ich lebe dies bereits. Ich wende diese Prinzipien bereits in meinem Leben an. Ich präsentiere diese Informationen öffentlich, da wir in Zeiten leben, in denen es eine unheimlich hohe Ignoranz dieser Informationen gegenüber gibt. Da ich diese Prinzipien verstehe und lebe, bin ich eben auch in der moralischen Verpflichtung, diese Informationen weiterzugeben, damit auch andere diese verstehen, leben und entsprechend auch weitergeben können, wenn sie es wollen. Jeder, der möglichst hohen Mehrwert aus dieser Präsentation erhalten möchte, sollte bitte auf zwei Dinge achten. Versuchen Sie, die äußerliche Wahrnehmung von mir als Person abzulegen. Damit meine ich mein Aussehen, meine Kleiderwahl oder meine Stimme. Auf solche Kleinigkeiten zu achten, lenkt Ihr Bewusstsein von den Informationen ab, die präsentiert werden. Die Informationen sind das Wichtige, nicht ich. Seien Sie wachsam bei emotionalen Impulsen, die Sie beim erstmaligen Hören einer Information verspüren. Falls Sie sich über einige Dinge aufregen, die ich sagen werde, dann ist es halt so. Es ist ein logischer Fehler, den Wahrheitsgehalt einer Information anhand der Emotion zu messen, die man beim erstmaligen Hören oder Sehen wahrnimmt. Also, was ist überhaupt ein Befehlsbefolger per Definition? Ein Befehlsausführer ist eine Person, die das befolgt, was ihr eine andere Person befiehlt. Dabei versucht sie ihren freien Willen und ihre persönliche Verantwortung für ihr eigenes Handeln abzusprechen, die auf der Bestimmung von Moral oder Unmoral eines bestimmten Verhaltens beruhen. Of a particular behavior.
Dies ist eine Definition von dem, was ein Befehlsbefolger ist oder eben tut. Sie handeln nach dem, was andere ihnen sagen, was sie zu tun haben, ohne eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, ob dieses Verhalten moralisch oder unmoralisch ist. Das ist die Definition. Es gibt drei Haupttypen von Befehlsausführern oder eben Befolgern. Ich nenne die erste Fraktion die Abdanker. Sie versuchen, die Eigenverantwortung abzulegen, abzusprechen. Es sind diejenigen, die tun, was ihre wahrgenommenen Vorgesetzten ihnen auftragen, ohne zuerst die Moral oder Unmoral einer Handlung an sich zu bewerten. Sie versuchen, Verantwortung für eine eigene Bewertung abzugeben. Dies ist vermutlich der größte Anteil an Befehlsausführern. Die zweite Fraktion, die nenne ich, die es gut meinen, aber dass sie grundlegend falsch liegen. Es sind Individuen, die fälschlicherweise glauben, dass sie die Moralität einer Handlung bestimmt haben, die sie aufgetragen bekamen und diese somit willentlich auch ausführen. Anders ausgedrückt glauben sie also, dass sie das Richtige tun. Allerdings ist dieser Glaube ein Irrglaube, da er nicht auf der Wahrheit beruht. Und dann sind da noch diejenigen, denen es einfach egal ist. Es ist etwas zutiefst kaputt in ihnen, möglicherweise auf der genetischen Ebene. Dies sind die Psychopathen. Seien sie nun primäre oder sekundäre Psychopathen, es sind Personen, die die Unmoral bewusst wahrnehmen, mit der sie befähigt wurden und aktiv entscheiden, diese aber trotzdem auszuführen. Dabei sind sie sich vollkommen im Klaren darüber, dass dies Unrecht ist. Deshalb nenne ich sie die Psychopathen. Sie haben keine Fürsorge und sie wenden so oder so Gewalt an, weil sie es schlichtweg einfach wollen. Das sind also die drei Arten der Befehlsausführer. Jetzt möchte ich noch den Adam Kodesh, für den ich einen außerordentlichen Respekt habe, aus seiner Sendung Adam vs. Kodesh anführen. Ich habe einen außerordentlichen Respekt für ihn, weil er ein ehemaliger Befehlsbefolger ist, der ein wahres Gewissen entwickeln konnte. Er verließ den Kult des ultimativen Bösen und begann, diesen auch aufzuarbeiten. Und hier wird ein aktives Mitglied interviewt und wir werden es gleich sehen. Ich werde das Video für sich selbst sprechen lassen. Ja, Tag, Herr Oberfeldwebel. Mein Name ist Adam, nett Sie kennenzulernen. Ich war bei den Marines und habe einen YouTube-Kanal Adam vs. Man. Wie gefällt es Ihnen? Ja, es ist schön hier. Darf ich Sie fragen, was Sie von Präsident Obama halten? Oh, ich unterstütze unsere neuen Anführung. Das ist eigentlich, was ich davon halte. Also, als Sie sich für die Armee eingeschrieben haben, schworen Sie auf die Verfassung treu, oder? Und glauben Sie, Obamas Politik ist verfassungswidrig? Ich verfolge die Politik nicht sehr. Also, Sie schworen mit Ihrem Leben der Verfassung Treue und Schutz vor allen Verfassungsfeinden aus dem In- und Ausland und Sie wissen nicht mal genau, was das bedeutet. Ja, das klingt in Ordnung für mich, wenn Sie es so ausdrücken wollen. Das klingt ziemlich gefährlich, Befehle ohne Hinterfragen auszuführen. Nein, ich tue nur das, was mir von meinen Anführern befohlen wird und das ist alles. Ich lasse die Politik für sich stehen. Also befolgen Sie Befehle ohne Hinterfragung? Also wenn Sie einen unmoralischen Befehl erhielten, würden Sie ihn nicht hinterfragen oder überlegen, woher er kommt oder was der eigentliche Zweck dahinter wäre? Sie tun dies nur, um Ihren Lohn zu erhalten? Hey, was auch immer Sie sagen, Sir. Nennen Sie mich nicht Sir, ich war ein Feldwebel. Ich habe für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, doch ich bin ausgestiegen und habe erkannt, was es bedeutet, Befehle ohne Hinterfragung auszuführen. Und als ich 2004 mit den Marines in Fallujah war, erkannte ich, dass wir nicht der örtlichen Bevölkerung halfen, sondern Politikern, Bankstern und Kriegsprofiteuren. Stört Sie das nicht, dass Sie nur eine Spielfigur sind, solange Sie Befehle einfach nur so befolgen? Hey,
Hey, wie auch immer Sie meinen. Ich habe Sie gefragt, was Sie fühlen. Das ist nicht wichtig, denke ich. Wurden Ihnen Gefühle abtrainiert, sodass Sie nun ein Soldat sind? Was auch immer Sie fühlen, Sir, möchten Sie der Nachwelt noch etwas mitteilen? Nein, 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 Sir. Hey, Sie müssen aufhören, mich Sir zu nennen. Okay, Sir. Gut, Oberbefehlswebel. Es gibt eine Organisation namens Oathkeeper von Menschen, die ihren Verfassungsschwur ernst nehmen. Bei Katrina, wo Soldaten Unrecht gegenüber sich verteidigenden Bürger taten, damit das nicht wieder geschieht, um es zu verhindern. Oder falls Truppen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden sollten. Sie gehen sicher einig damit, dass das nicht in Ordnung ist. Haben Sie Interesse, mehr über die Verfassung, auf die Sie schworen, zu erfahren? Na, mir geht es gut, so wie ich bin, Sir. Wirklich? Macht Sie das nicht zum Teil des Problems? Hey, wenn es ein Problem gibt, weiß ich nichts davon. Ist Unwissenheit Glück? Könnte sein. Könnte. Ich glaube, Sie stellen sich dümmer, als Sie wirklich sind. Ich glaube, Sie spielen mir etwas vor. Das könnte sein. Das könnte sein. Ich bin mir da ziemlich sicher. Sie sind schlauer, Sie wissen, was ich meine. Nun, ich habe einen Job zu erledigen, Sir. Wie ist Ihr Name, Oberfeldwebel? Bob. Wie ist Ihr Nachname, Oberfeldwebel? Sie sind Staatsbeamter, oder? Klingt gut für mich. Sie möchten keine Rechenschaftspflicht für Ihre Aussagen, oder? Nein, Sir. Nun, Sie tragen kein Namensschild. Spezialpolizei. Oberfeldwebel Bob, danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie nehmen sich diese Dinge von meinem älteren Veteranen zu Herzen. Einen schönen Tag, Sir. Okay, vielen Dank. Das ist ein Mitglied eines Kults. Befehle zu befolgen, wie Eder eindrücklich sehen konnte, ist dem Gewissen direkt entgegengesetzt. Als der Herr gefragt wurde, ob er sich dafür interessiert, das Richtige zu tun, antwortete er: Ich tue nur das, was mir von meinen Anführern befohlen wird. Und als er gefragt wurde, ob er mehr Informationen über die Moralität der Entscheidungen erfahren möchte, antwortete er mit: Mir geht es gut, so wie ich bin. Das ist das Typische, was in einem Befehlsbefolger vorgeht. Es ist ein Glaubenssystem, nicht auf der Realität basierend und sicherlich nicht auf Gewissen. Gewissen, meine Damen und Herren, ist Wissen. Es ist nicht Aktion oder Verhalten, es ist Wissen. Gewissen stammt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus der Vorsilbe con, was gemeinsam bedeutet, und scire, was Wissen oder Verständnis bedeutet. Gewissen bedeutet gemeinsam Wissen oder gesunder Menschenverstand bezüglich Recht und Unrecht. Es ist das gesunde Verständnis vom objektiven, ergründbaren Unterschied zwischen rechtmäßiger oder unrechtmäßiger Handlungen. Und dann fragen Menschen: Aber was ist rechtmäßige und unrechtmäßige Handlung? Ist das nicht unheimlich kompliziert und braucht Menschenleben, um es zu ergründen? Nein, es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Recht basiert auf Wahrheit und ist daher korrekt. Es harmonisiert mit den moralischen Gesetzen der Natur, welche ich als natürliche Gesetze oder natürliches Recht nenne, Natural Law, wie auch immer Sie es nennen wollen. Es sind die Gesetze der Moral und dem Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Handlungen, die rechtens sind, resultieren nicht in Leid anderer Lebewesen. Im Gegensatz dazu basiert Unrecht auf Illusion, reinem Glauben, Fantasie und Gedankenkonstrukten, die nur in einem unausgeglichenen Bewusstsein möglich sind. Unrecht basiert nicht auf der Wahrheit und sind daher nicht natürlich. Unrecht ist unmoralisch, da es nicht auf natürlichem Recht basiert. Unrechtmäßige Handlungen resultieren also in der Schädigung anderer Lebewesen.
Der größte Teil des Problems auf der Welt besteht darin, dass der Durchschnitt der Menschen nicht versteht, was ein Recht ist und die Definition von Recht nicht wiedergeben kann. Ein Recht ist ein Verhalten, welches keine Schädigung anderer Lebewesen duldet. Wenn ein Schaden das Resultat ist, dann war es Unrecht. Wenn niemand durch eine Handlung geschädigt wird, ist diese rechtens. Und es ist tatsächlich so einfach zu verstehen. Unglücklicherweise verstehen 99% der Leute diesen Unterschied nicht und üben auch nicht ihr Gewissen an. Ja. Das Üben, Ausüben des Gewissens ist eine Entscheidung des freien Willens von Recht über Unrecht. Sobald man den objektiven Unterschied zwischen Recht und Unrecht laut Naturgesetz verinnerlicht hat, versteht man das ganz leicht. Befehlsbefolger üben niemals ihr Gewissen aus. Sie handeln nicht aus freien Stücken. Sie versuchen, die Verantwortung des freien Willens an andere abzugeben, um zu sagen, ich mache, was auch immer sie befehlen. Sobald jemand Befehle befolgt, für egal welches Ziel, kann er nicht mehr sein Gewissen ausüben. Per Definition sagt die Ausübung von Gewissen, dass jemand willentlich für sich selbst Recht über Unrecht wählt. Dass jemand willentlich das tut. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Institutionen von Befehlsbefolgern heutzutage und allen Befehlsbefolgern, die in der Vergangenheit einige der schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen haben. Die Sowjetunion, China unter Mao oder das Dritte Reich. Sie sind nicht verschieden. Sie sind genauso unmoralisch. Sie sind genauso unkorrekt. Sie sind genauso ignorant und sie sind genauso feige. Und Leute können so beleidigt werden, wie sie mögen. Keine emotionale Reaktion wird dieses Statement unwahr machen. Ich werde wirklich versuchen, einige der Befindlichkeiten der Menschen in diesem Abschnitt aufzubrechen, weil ich etwas tun werde, was das menschliche Ego verabscheut. Und das ist eine Verallgemeinerung. Aber Verallgemeinerungen, die zu 100% zutreffend sind, darum tue ich das. Ich mache drei wahre Verallgemeinerungen in Bezug auf die Befehlsbefolger. Alle Befehlsausführer, zu 100%, und es gibt null Ausnahmen in der Geschichte der Welt. Diese Aussagen waren schon immer, sind jetzt und werden für immer wahr sein. Alle Befehlsausführer bzw. Befehlsbefolger sind schlechte Menschen. Schlechte Menschen. Der Ausgang befindet sich hinter ihnen für die Leute, die sich davon beleidigt fühlen. Und hier ist der total logische Beweis dafür, den der Historiker Dr. Robert Hicks gegeben hat. Die Frage über den Good Cup, Bad Cup kann entschieden entsorgt werden. Wir müssen nur das Folgende berücksichtigen. Jeder Polizist hat sich als Teil seiner Arbeit dazu verpflichtet, Gesetze durchzusetzen. Alle Gesetze. Das ist ihr Job. Das ist ihre Arbeit. Viele Gesetze sind offensichtlich ungerecht oder sogar grausam und böse. Daher hat jeder Polizist vereinbart, als Ausführer tätig zu sein, die offensichtlich eben auch nicht in Ordnung sind. Das ist eine unausweichliche Schlussfolgerung. Nicht einmal auf herzbasierter Intelligenz, sondern durch reine Logik. Die Schlussfolgerung ist ausnahmslos, dass es keinen guten Polizisten gibt. Es gibt keinen guten Befehlsbefolger, zu keiner Zeit. Da kein Befehlsbefolger wirklich gewissentlich handelt und der Befehlsbefolger Maßnahmen durchführt, die ihm befohlen werden, selbst wenn diese Handlungen anderen Wesen Leid bringen, kann keine Befehlsbefolger in der Geschichte der Welt als ein wahres moralisches menschliches Wesen bezeichnet werden. Es widerspricht sich selbst.
Es sind diametral gegenüberliegende, polar entgegengesetzte Dinge. Befehle befolgen und moralisches, gewissentliches Handeln. Sie können niemals Hand in Hand gehen. Dies bringt uns zu der Frage der moralischen Beschuldigung. Die Frage stellt sich immer, wer hat mehr moralische Schuld? Wo liegt die eigentliche Verantwortung oder Schuld? Beim Befehlsgeber oder beim Befehlsverfolger? Moralische Schuldigkeit, in Englisch Culpability, ist die Ermittlung, wer letztendlich fehlerhaft ist oder die Schuld trägt. Für das Begehen von Handlungen, die zu einem Schaden oder Verlust an einem anderen führen, gibt es das Wort culpable. Culpable in Latein bedeutet Schuld. Derjenige, der falsch lag oder die Schuld trägt. Der Schuldige. Es gibt so etwas wie einen Schuldigen, der dieses Ergebnis erzeugt hat und in der Realität Schaden manifestierte. Wer ist also moralisch schuldiger? Und bitte lesen Sie die Frage genau. Wer ist moralisch schuldiger? Mehr schuldiger. Ich mache nicht die Aussage, dass keine Partei moralisch schuldiger ist. Ich sage, dass beide moralisch schuldhaft sind. Doch wer liegt stärker falsch oder trägt mehr Schuld für Verletzungen? Die Gruppe, die Befehle gibt, oder die Gruppe, die diese Befehle dann ausführt? Der Befehlsgeber oder der Befehlsbefolger? Es gibt eine korrekte Antwort. Es ist keine Frage der Meinung. Um die richtige Antwort auf die Frage zu bestimmen, stellen Sie diese Frage. Wenn jede Gruppe von Menschen sagt, meine Handlungen haben nicht wirklich den Schaden in der Realität manifestiert, wer lügt und wer sagt die Wahrheit? Wenn wir uns die harten Fakten ansehen, dies ist, was Bombenregen auf Kinder im Nahen Osten verursachen, in Ländern, in denen wir nichts zu suchen haben. Der Grund, warum so viele Menschen immer noch solche Aktionen unterstützen und immer noch Befehlsbefolger unterstützen, ist, dass die Bomben nicht auf ihre Kinder regnen. Ja? Also, wer lügt hier und wer sagt die Wahrheit? Die schmerzliche Antwort ist, dass die Politiker lügen. Man könnte sagen, ihre Worte hatten einen Anteil daran. Und deshalb sind sie immer noch moralisch schuldig. Aber sie haben es tatsächlich die Abzüge gedrückt. Wer war das? Das waren die Befehlsbefolger, die diese unmoralischen Taten ausführten. Die schmerzhafte Wahrheit, der Befehlsbefolger trägt immer mehr moralische Schuld als der Befehlsgeber. Weil der Befehlsbefolger derjenige ist, der die Aktion tatsächlich durchgeführt hat und tatsächlich Maßnahmen ergriffen hat und den daraus resultierenden Schaden in physische Manifestation verursacht hat. Das Befolgen von Befehlen ist der Weg zu jeder Form von Bösem. Es sollte niemals von jemandem als Tugend angesehen werden, der sich als moralischer Mensch betrachtet. Befehlsbefolger war letztendlich persönlich verantwortlich und moralisch schuldig für jede Form von Sklaverei und für jedes einzelne totalitäre Regime, das jemals auf der Erde existiert hat. Ja. Dies ist das Ergebnis der Befolgung von Befehlen, und zwar ausnahmslos. Dies ist eine unvermeidliche Schlussfolgerung. Völkermord, Massenmord, Massengräber, Menschen, die sich wissentlich dem Bösen verpflichten. Denn hey, ich tat nur das, was mir gesagt wurde. Ich tat nur meinen Job. Ich befolgte nur Befehle. Ich habe nur Befehle befolgt oder ich habe nur meinen Job gemacht. Ist nie eine gültige Entschuldigung oder Rechtfertigung für unmoralisches, kriminelles Verhalten. Die eigene persönliche Verantwortung abzutreten darf niemals als gültige Entschuldigung für ein solches kriminelles Verhalten akzeptiert werden. Leider lassen zu viele Leute andere Leute von der Leine, weil sie diese Rechtfertigung akzeptieren. Oh, du hast nur deine Befehle befolgt, du hast nur deinen Job gemacht. Na gut, das entschuldigt es irgendwie. Nein, das tut es eben nicht. Es entschuldigt sie nicht in ihrer persönlichen Haftung, die richtige Handlung der Falschen vorzuziehen, und das sollte einmal verstanden werden. Das Wort Rechtfertigung, Justification, was im lateinischen Gesetz oder Recht bedeutet, und das Verb facere bedeutet machen oder erschaffen.
Das Wort Rechtfertigung, das somit aus diesen Grundformen zusammenkommt, bedeutet also tatsächlich ein Recht zu schaffen, zu versuchen, ein Recht zu fertigen, das in der Natur gültig ist. Man erfindet Rechte, man sagt, dass ein falsches Tun irgendwie zu einem Recht werden kann, etwas, das nach den Gesetzen der Moral okay sei. Hier ist ein kleines Internet-Meme. Dies ist ein Bild von einem Verbrecher auf der linken Seite, der das Gesetz nicht befolgt hat, und einen anderen Typen, die nur Befehlen befolgen. Befehlsbefolger sind letztlich Diener des Bösen. Das Böse kann seine Ziele nicht erreichen, ohne dass Menschen bereit sind, es willentlich zu tun, weil man es ihnen befahl. Ein großartiges Zitat von Gandhi. Er sagte, man unterstützt ein böses System am effektivsten, indem man seinen Befehlen und Verordnungen Folge leistet. Gemeint sind die Befehlsbefolger. Ein böses System verdient niemals eine solche Treue. Treue bedeutet, am Bösen teilzunehmen in diesem System. Ein guter Mensch wird mit seiner oder ihrer ganzen Seele einem bösen System Widerstand leisten. Schönes Zitat von Mahatma Gandhi, ich stimme voll und ganz zu. Ich möchte ein wenig über die Absicht sprechen, die Intention der Befehlsbefolger, die Absichten. Sie werden hören, ist die Absicht nicht wichtig? Ist es nicht so wichtig, was sie eigentlich in ihren Gedanken beabsichtigen? Also absolut nicht. Es ist bedeutungslos, die Absicht. Die Absicht, unmoralische Verhaltensweisen auszuführen, ist bedeutungslos. Ihr Verhalten hat entweder einem anderen Wesen Schaden zugefügt oder einem anderen Wesen keinen Schaden zugefügt. Was Sie beabsichtigt haben, hat absolut keinen Einfluss darauf. Die Aktion hat den ganzen Einfluss darauf und nur die Aktion. Und danach werden unsere Seelen beurteilt, okay? Danach wird unsere Seele beurteilt. Das wird verheimlicht. Wie die Realität tatsächlich strukturiert und aufgebaut ist, zeigt dieses mächtige Bausteinmodell. Alles beginnt mit Wissen. Ohne Wissen gibt es keine Grundlage, um zu verstehen, was wirklich Sache ist. Es gibt keine Grundlage, um die wirklichen Gesetze der Anziehung zu verstehen. Aus diesem Grund machen Befehlsbefolger weiterhin, ohne zu hinterfragen, das, was sie tun, weil sie das Wissen nicht dazu besitzen. Sie weigern sich absichtlich, es zu akzeptieren. Wissen ist die verfügbare Information, die Grammatik, alle Komponenten, die wir zusammensetzen müssen, um potenzielles Wissen zusammenzubringen, das gesammelt, verarbeitet, verstanden und von Individuen verbreitet werden kann. Auf dieser Basisebene schaffen wir unsere Realität. Ohne Zugang zu diesem Wissen können wir nicht bewusst unsere Realität so effektiv erschaffen, wie wir es tun wollen, und zwar ohne Chaos zu erzeugen, sondern in einer friedlichen, harmonischen Weise. Auf dem Wissensschritt des Realitätsbildungsprozesses folgt der zweite Schritt, und zwar die Verständnisphase. Und was ich hier baue, viele werden es erkennen, ist der Trivium-Prozess. Es sind die Prozesse, die im menschlichen Geist von jedem Einzelnen stattfinden, basierend auf den verfügbaren Informationen, die die Personen eben bis anhin aufgenommen haben. Hier verarbeiten sie diese Daten und beseitigen die Inkonsistenzen. Sie verstehen, wie es funktioniert. Ohne dieses Wissen können sie nicht verstehen. Sie können überhaupt nicht zu diesem zweiten Schritt übergehen. Dies ist der Grund, warum dunkle Okkultisten und Menschen, die die Welt in der Sklaverei halten wollen, es immer versuchen, in erster Linie die Verfügbarkeit der Informationen zu kontrollieren, weil sie die Fähigkeiten der Menschen beeinträchtigen möchten, bewusste Realität an der Wurzel zu erschaffen. Der dritte Schritt dieses Trivium-Prozesses ist Weisheit, also richtiges Handeln. Sie werden feststellen, dass ich an alle Bausteine oder deren Abwesenheit angelegt habe. Ohne Wissen gibt es Ignoranz, ohne Verständnis gibt es Verwirrung und ohne Weisheit gibt es Torheit. Die Weisheit oder das Verhaltensstadium des Realitätserstellungsprozesses basiert auf jedem individuellen Verhalten. Das Verhalten jedes Einzelnen basiert auf der Qualität seiner Entscheidungsprozesse in Schritt 2, die wiederum auf der Qualität der verfügbaren Informationen basieren, die sie in Schritt 1 aufgenommen haben.
Dann bekommen wir ein Ergebnis in der realen Welt. Wir erhalten ein offenkundiges Ergebnis. Ist es Ordnung? Ist es Chaos? Ist es Frieden oder ist es Zerstörung? Ist es das Leben oder ist es der Tod? Ist es das, was wir sagen, was wir wollten? Oder bekommen wir das Gegenteil von dem, was wir wollten? Leid. Die manifestierte Realität, die Qualität des Zustandes, der sich in jeder Gesellschaft manifestiert, basiert immer auf der kollektiven Qualität des Verhaltens innerhalb dieser Gesellschaft. Diesen Prozess versteht kein Befehlsbefolger. Sie wissen nicht, wie die Realität, die sie unbewusst mit erschaffen, strukturiert ist oder funktioniert. Und diese Informationen werden Ihnen auch bewusst vorenthalten. Sie werden Ihnen nie angeboten, Sie suchen sie auch nicht, weil Sie versuchen, Ihre Verantwortung abzutreten. Wir werden verstehen, wie sich das verhält. Sie verstehen nämlich die Naturgesetze nicht. Aus diesem Grund kann ein Befehlsbefolger aufgrund dieses Mangels an Wissen kein guter Mensch sein. Wir sprechen letztendlich über den Mangel an Gewissen, welcher Wissen ist. Die Ausdrücke der Naturgesetze. Alles beginnt entweder mit Liebe oder mit Angst und bewegt sich einseitig durch diese Fortschritte. Wenn unser Bewusstsein auf der Akzeptanz von Wahrheit basiert, Wissen, und das kommt von der Öffnung unseres Bewusstseins und unseres Herzens für die Energie, die als Liebe bekannt ist, dann werden wir unsere individuelle Souveränität erkennen, die ich innere Monarchie nenne, Herrscher des Selbst, ein Selbstmeister. Niemand sonst regiert dich. Niemand sonst hat das Recht, dich auch zu regieren. Was sich in der Gesamtheit der Gesellschaft manifestieren wird, wird wahre Freiheit sein, was ich externe Anarchie nenne. Anarchie bedeutet, dass niemand außerhalb des Selbst versucht, jemand anderen zu regieren. Das ist Ordnung, meine Damen und Herren. Das ist die manifestierte Bedingung für Ordnung. Oder was wir sagen, was wir wollen. Das Fehlen von selbstverschuldeten Leiden. Wenn jedoch umgekehrt Angst die zugrunde liegende Modalität des Bewusstseins ist, werden wir in der Modalität unbewusst bleiben, weil diese Angst uns dazu bringen wird, die Wahrheit zu ignorieren. Und dadurch werden wir intern in einen Zustand der Verwirrung geraten. Kein Herrscher zu Hause, kein Herrscher im Reich des Selbst. Interne Anarchie ist eine sehr schlechte Sache. Sie müssen innerhalb regieren. Dies ist das Königreich im Inneren, ihrer eigenen Gedanken, ihrer eigenen Gefühle, ihrer eigenen Handlung und sonst alles, was in ihnen steckt. Wenn wir uns in einem Zustand innerer Anarchie oder Verwirrung befinden, herrscht im äußeren Bereich unserer Gesellschaft Sklaverei. Das ist es nämlich. Externe Monarchie entsteht dann daraus, Herrschaft einer Eliteklasse, und das ist Chaos, das wir jetzt haben. Wir befinden uns in dieser untersten Phase, hier ganz rechts unten, manifestiertes Übel. Diese Energien, diese Ausdrücke der Naturgesetze wirken immer einseitig. Man kann die Spalten nicht ändern. Sobald Sie mit Liebe beginnen, können Sie nicht in die andere Seite überschwappen, können Sie nicht mehr zur linken Spalte springen. Der Befehlsbefolger versteht Ursache und Wirkung nie, ist ein weiterer Grund. Der schwierige Teil des Verständnisses, wie die Realität ist, dass wir mit einer Zeitverzögerung die Ergebnisse von Gesetzen der Ursache mitbekommen. Nur wenn wir verstehen, wie diese Dynamik funktioniert, verstehen wir auch, was effektiv dann auf uns zukommen wird, was wir durch unsere eigene Wirkungsweise verursacht haben. Jeder Effekt hat eine Ursache. Alles geschieht nach dem Gesetz. Nichts geschieht zufällig. Ursache und Wirkung sind jedoch oft durch Zeit und Raum getrennt, was das Verständnis der Gesetze von Ursache und Wirkung manchmal schwierig macht. Denn sobald Sie sich unmoralisch verhalten, fällt Ihnen kein Amboss vom Himmel auf den Kopf. Es wäre schön, wenn das so wäre, aber leider funktioniert es nicht so. Was passiert ist, dass sich im durchschnittlichen Kollektivgesellschaft unmoralischeres Verhalten in jeder Gesellschaft sich als Chaos und Sklaverei manifestiert. Also es führt das herbei. Dies nennt man dann Unfreiheit. Also Freiheit und Moral sind direkt miteinander verbunden. Der Befehlsbefolger versteht auch nicht dieses Gesetz, das der Schöpfung innewohnt und niemals geändert werden kann. Nichts, was ein Wesen in der Schöpfung tut, kann dieses Gesetz jemals ändern.
weil es ein natürliches, inhärentes Gesetz ist. Es ist in das Gerüst der Realität eingewoben. Die Gesamtmenge, die im Leben der Menschen einer bestimmten Gesellschaft vorhanden ist, ist direkt proportional zum Ausmaß an Freiheit und Ordnung in dieser Gesellschaft. Und es ist umgekehrt proportional zum Vorhandensein von Chaos, Tyrannei und Versklavung. Einfach ausgedrückt, mit zunehmender Moral in der Gesamtheit der Gesellschaft nimmt die Freiheit in ihrer Gesamtheit in dieser Gesellschaft zu. Wenn die Gesellschaft insgesamt unmoralischer wird, nimmt die Sklaverei kollektiv in dieser Gesellschaft zu und die Freiheit stirbt darin. Und deshalb stirbt die Freiheit in unserer Gesellschaft, weil der große Teil der menschlichen Bevölkerung unmoralische Entscheidungen trifft. Summiert sich dies und erschafft Chaos und Sklaverei. Das ist der Schlüssel zum Verständnis, wie die Realität funktioniert, weshalb ich das Geschenk eines Schlüssels nach draußen trage. Das ist das übergeordnete Gesetz der Schöpfung und das übergeordnete Gesetz der Anziehung des Universums an sich. Das ist das wahre Gesetz der Anziehung, nicht die falsche New Age-Variante. Zweite pauschale Aussage des Befehlsbefolger. Kein Befehlsbefolger ist nämlich jemals ein wirklich intelligentes Individuum. Kein Befehlsbefolger ist wirklich intelligent. Ein Befehlsbefolger kann ein intellektuelles Wesen sein, aber er kann kein intelligentes Wesen sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Sie könnten wissen, wie man Differentialgleichungen löst und komplizierte physikalische Gleichungen löst. Ja, das könnten Sie. Ein Befehlsbefolger kann das tun, aber was ihnen fehlt, ist herzbasierte Intelligenz, die heilige weibliche Dynamik. Daher können sie niemals ganzheitlich intelligent sein. Der Intellekt der linken Gehirnhälfte entspricht nur, wenn wir das generative Prinzip der Fürsorge und des Mitgefühls mit einbeziehen, dass die rechte Gehirnhälfte für uns öffnet. Und da alle Befehlsbefolger beide Formen des Ungleichgewichts des Gehirns aufweisen, sowohl dominante Tendenzen der linken Gehirnhälfte wie in Bezug auf die, die sie als subjektive Wahrheit wahrnehmen, als auch die Dominanz der rechten Gehirnhälfte in Bezug auf die wahrgenommenen Gefühle. Von keinem Befehlsbefolger kann gesagt werden, eine wirklich ausgeglichene Psyche zu besitzen. Daher können sie nicht ganzheitlich intelligent sein. Sind Gehirnscans, PET und SPECT-Gehirnscans, was ich zu Beginn meiner Arbeit in der Vortragsreihe What on Earth is Happening angesprochen habe, das zeigt auf, ein Gehirn von der Unteransicht des neokortikalen Kortex, die sich im Zustand der sogenannten EEG-Kohärenz befindet, also globales Gehirngleichgewicht. Die rechte und die linke Gehirnhälfte befinden sich in einem Gleichgewichts Zustand. In dieser Person wirkt ganzheitliche Intelligenz. Das ist das typische Gehirn. Diese schwarzen Bereiche sind keine geschädigten physischen Merkmale, sondern Bereiche mit gedämpften Aktivitäten der Elektrochemie im Neokortex des Gehirns. Dort auf dem anderen Bild des Gehirns. Wissenschaftlich nachweisbar ist das nun mal ganz offensichtlich. Und so sieht eine Person mit einem völlig gestörten Hirn aus. Mit anderen Worten, ihr typischer Befehlsbefolger. Der Grund dafür ist, dass die linke und die rechte Gehirnhälfte unterschiedliche Arten von Funktionen steuern, wenn es um menschliche Fähigkeiten geht. Die linke Gehirnhälfte ist der analytische, logisch repetitive, organisierte und detailorientierte, analyseorientierte Teil des Gehirns. Das ist der Intellekt, die männliche Komponente. Dann gibt es die weibliche Komponente, die intuitive, die mitfühlende, die pflegende Seite des Gehirns, die heilige weibliche Komponente des Selbst, wenn Sie so wollen. Sie ist kreativ, sie ist einfallsreich, sie ist mitfühlend, sie befasst sich mit dem Gesamtbild der Intuition und Kreativität und so weiter. Ohne diese heilige weibliche Komponente ist ein Wesen bestenfalls nur ein halber Mensch. Und die Befehlsbefolger werden im Allgemeinen vollständig von der linken männlichen Gehirnhälfte abgetrennt und zerstören daher auch den heiligen weiblichen Aspekt ihrer selbst. Sie zerstören nicht nur den weiblichen Aspekt der Fürsorge in der Gesellschaft durch ihre unmoralischen Verhaltensweisen, nein, nein, sondern sie zerstören auch tatsächlich einen Teil von sich selbst, da diese Komponenten nicht getrennt von Männern und Frauen auftreten. Diese müssen bei uns allen unabhängig vom Geschlecht im Gleichgewicht sein.
Wahre Intelligenz entsteht durch das Vermischen und Ausbalancieren dieser beiden dynamischen Energien. Nur wenn sie im Einklang und in Harmonie arbeitet, kann wahre Intelligenz entstehen. Das Zusammentreffen der heiligen männlichen Komponenten des Bewusstseins und der heiligen weiblichen Komponenten des Bewusstseins, um wahre Intelligenz hervorzubringen. Kein Befehlsbefolger hat wahre Intelligenz und hatte sie nie. Nur wenn sie aufhören, ein Befehlsbefolger zu sein, können sie echte ganzheitliche Intelligenz entwickeln. Dritte pauschale Aussage des Befehlsbefolgers im Interview, und Sie können so empört sein, wie Sie wollen, alle Befehlshaber sind Feiglinge. Da kein Befehlsbefolger tatsächlich das Wissen des Gewissens in dem erforderlichen Grad besitzt und die geistige Stärke in dem Grad, der erforderlich ist, um sich zu weigern, den Befehlen ihrer wahrgenommenen sogenannten Vorgesetzten zu gehorchen, kann kein Befehlsbefolger jemals als wahrhaftig mutig bezeichnet werden. Wahrer Mut, im Gegensatz zu dem, was die Leute als Mut betrachten, sind zwei sehr dynamisch unterschiedliche Dinge. Wahrer Mut sagt Nein zum Bösen. Sei dieser Typ da. Er ist wahrhaftig mutig, den Hitlergruß zu verweigern, wenn die Strafe bedeutet, bei Sichtung erschossen zu werden. Um aufzustehen und zu sagen, nein, ich werde nicht gehorchen, ich werde nicht folgen, ich werde nicht mit der Menge mitgehen. Und wenn ich in der Minderheit bin und im Recht, werde ich in der Wahrheit stehen, egal was es bedeutet und was mit mir passiert. Das ist Mut. Ja, das ist Mut. Also wahrer Mut liegt in dem verlorenen Wort Nein zu sagen. Sie wollen sehen, wo der wahre Held auf diesem Bild ist. Es ist derjenige, der nicht aufgetaucht ist, um am Bösen teilzunehmen. Der Stuhl steht leer dort. Das ist der Held. Das ist die Person mit echtem Mut. Er ist gar nicht erst gekommen. Sie kennen einen meiner besten Freunde im Leben, den Michael Falsetto. Zu mir sagte dieser, Mark, du bist die furchtloseste Person, die ich kenne. Und ich sagte, ich weigere mich, Michael, ich kann das nicht akzeptieren, ich bin nicht furchtlos. Ich habe Ängste, ja, sogar viele von denen, Ängsten. Wahrer Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, überhaupt nicht. Wahrer Mut ist richtiges Handeln trotz der Angst. Also, nächster Abschnitt. Und hier beginne ich, die Konzepte der Kulte und ihre Methoden vorzustellen. Moderne institutionelle Befehlsbefolger, und zwar ohne um den heißen Brei herumzureden, ich spreche von Polizei und Militär, das sind eigentlich die Kultmitglieder. Moderne institutionelle Befehlsbefolger. Also Polizei und Militär. Sie sind nicht wie Kultmitglieder, sie sind Kultmitglieder und zwar nachweislich. Um zu verstehen, was ein Kult ist, müssen wir ja zuerst wirklich mal auch verstehen, was Religion bedeutet. Religion als englisches Wort stammt aus dem lateinischen Wurzeln, dem lateinischen Verb religare. Ursprünglich bedeutet religare im Lateinischen sich zurückhalten, den Fortschritt zurückhalten. Durch Fesseln zu binden, um zu verhindern, dass es weitergeht. Was für eine falsche Religion in Ordnung ist. Ich möchte es qualifizieren, indem ich alle falschen Religionen sage. Falsche Religionen sind Kontrollsysteme, die auf unangefochtenen dogmatischen Überzeugungen beruhen. Den Fortschritt des menschlichen Bewusstseins zurückhalten also. Sie halten das richtige Verständnis und die Rezeption des Verständnisses der Gesetze der Moral zurück und somit den Unterschied zwischen richtiger und falscher Religion zu verdeutlichen. Das macht eine falsche Religion. Wahre Religion verbindet. Es vereint uns wieder mit dem Naturgesetz. Es verbindet uns mit dem göttlichen Funken in uns allen. Und ich würde behaupten, dass es nur eine wahre Religion gibt und das ist die Wahrheit selbst. Das ist nur meine Sicht auf die wahre Religion. Wenn ich eine Religion hätte, würde ich sie als die Wahrheit definieren. Punkt.
Das bringt uns zu der Frage, ja, was ist denn ein Kult? Wenn wir definieren müssen, was ein Kult ist, dann wäre ich dafür, die meisten Menschen betrachten Kulte nämlich ganz verschieden. Was wir aber bei Stanley Rubrik sehen, im Film, im Klassiker Eyes Wide Shut, da sieht man ein Treffen von diesen Kultmitgliedern. Was sie da tun im Vergleich zu dem, was mit den wirklichen Kulten der Welt so ist, wie sie vorhin am Anfang dieses Tages mit einem guten Freund Jay Parker sehen konnten. Ich meine, sie wissen, dass sie darüber sprechen möchten, was echte Kulte Kindern und sogar von Hollywood herkommt. Es geht weit über das hinaus, was in Hollywood-Varianten aufgezeigt wird. Also das ist hier das Bohemian Groove Society. Die höchsten Ebenen des Bankwesens und der Politik sowie Medien und Unterhaltung in den kalifornischen Redwoods praktizieren genau diesen Art von Kult. Aber wenn wir definieren müssten, was ein Kult eigentlich ist, wäre dies meine beste Definition. Besonders für das Leben, die Rechte und Freiheiten derer, die nicht seine Mitglieder sind. Denn diese sind eigentlich die wirklich Gefährlichen. Das ist es, was die Grenze überschreitet. Eine Religion zu sein, die nur auf Glauben basiert, die ihr Verständnis der Wahrheit zurückhält, wenn es in den Bereich des Kultes geht. Die Glaubenssysteme eines Kultes sind für andere gefährlich, weil Kultmitglieder fälschlicherweise glauben, dass sie es sind, die Rechte haben, die sie in der Natur eigentlich nicht besitzen. So sehen echte moderne Kultmitglieder also aus. Mehr wie die Bilder, die Sie gerade auf der letzten Folie gesehen haben. Der überwiegende Teil der Kultmitglieder dieser Welt befindet sich in diesen beiden Institutionen, Militär und Polizei. Wie das Kultsystem aufrechterhalten wird, ist durch Hierarchie und Unterteilung in einer einfachen Pyramidenstruktur visualisiert, in der das Wissen oben auf wenige konzentriert ist. Unterstützend sind all die unwissenden Anhänger, die unwissenden Horden von Anhängern, die nur einen Gehaltscheck möchten oder jene, die nicht vorgeführt werden wollen oder Angst haben, was für über sie gedacht wird. Oh, du bist gegen die Familie gegangen, du bist gegen das Kollektiv gegangen. Sie haben sich gegen ihre Programmierung aufgelehnt. Diese unwissenden Massen wissen überhaupt nichts. Sie erhalten keine Informationen, die sie benötigen, um wirklich fundierte Entscheidungen fällen zu können. So wird der Kult aufrechterhalten. Schauen wir uns einige der kultischen Überzeugungen von Befehlsbefolgern an. Was sind die Glaubenssysteme des Kultes des ultimativen Bösen? Also Kultglaube Nummer 1. Wir vertrauen auf Autorität. Der Kult der Befehlsbefolger glaubt fest daran, dass so etwas in der Natur existiert. Dass es das Natürlichste ist, was existieren kann. Und Gott verbietet, dass wir dieses Konzept jemals abschaffen sollten. Autorität ist eine Illusion. Sie existiert nicht in der Natur, unabhängig von irgendetwas, an das irgendjemand glaubt. Sie existiert nur in einem kranken Geist. Autorität basiert ausschließlich auf Gewalt und basiert auf der falschen und dogmatischen Überzeugung, dass einige Menschen Meister sind, die das moralische Recht haben, Befehle zu erteilen, während andere ihre Sklaven sind, die eine moralische Verpflichtung haben, den Befehlen der Meister zu gehorchen. Das ist nicht meine Definition. Das ist, was Autorität ist. Das ist der Glaube an Autorität. Das ist das illusorische Konstrukt in einem kranken Geist von dem, was Autorität eigentlich ist. Sie existiert nicht in der Natur. Sie existiert nur in einem Geist, der völlig unausgeglichen ist. Und die Wahrheit oder Realität, das ist was ganz anderes. Was auch immer diese Leute glauben und dulden, unabhängig davon, wie jemand es nennen mag, ich werde es nennen, wie es wirklich ist. Es ist Sklaverei. Punkt. Und vom ersten Tag an habe ich euch Leuten gesagt, dass ich gegen alle Formen von Sklaverei stehe, körperliche, geistige und spirituelle. Manipulative Sklaverei, sanfte Gedankenkontrolle, jede Form davon. Ich möchte, dass die Sklaverei in all ihren Formen für immer abgeschafft wird, weil sie auf Gewalt beruht und unmoralisch ist und sie führt zu Chaos und Leid. Und es ist unnötig, weil es sich selbst verschuldet ist.
Es ist selbstverschuldet durch ein kultisches Glaubenssystem. Und so viele Menschen, die selber keine direkten Mitglieder des Kultes sind, sind Unterstützer und haben auch diese Kultmentalität verinnerlicht. Wir werden in einem zukünftigen Abschnitt weiter darüber sprechen. Kultglaube Nummer 2, der Glaube an den Kult des ultimativen Böses. Wir haben Rechte, die andere nicht haben. Der Kult des ultimativen Bösen glaubt an die Ungleichheit der Menschenrechte. Befehlsbefolger glauben fälschlicherweise, dass sie Rechte besitzen, die andere nicht besitzen. Aufgrund ihrer Kultindoktrination weigern sie sich, die Wahrheit zu akzeptieren, dass jeder genau die gleichen Rechte hat und dass niemand mehr oder weniger Rechte hat als jeder andere. Der Kult der Befehlsbefolger lässt sie glauben, dass die Menschen entscheiden können, welche Rechte sie haben und welche sie nicht haben. Denn sie denken, das kommt von uns. Die Rechte kommen von uns. Wir können Rechte erfinden. Das sind nur Konstrukte im Kopf. Rechte kommen nicht von Menschen. Ein Recht ist genau das, was ich gesagt habe. Eine Aktion, die keinem anderen schadet. Haben Sie eine Aktion ausgeführt, die einem anderen keinen Schaden zufügt? Das ist kein Unrecht. Und diese Handlungen existieren in der Natur. Es sind natürliche Bedingungen der realen Welt, die wir durch unseren freien Willen verwirklichen. Daher bestimmen wir nicht, ob ein Recht oder ein Unrecht ist. Dies geschieht inhärent aufgrund des Verhaltens selbst. Es ist die Schöpfung, in die Schöpfung eingebaut. Wir können es nicht erfinden. So glauben die Kultanhänger auch, dass Menschen tatsächlich in der Lage sind, Rechte zu delegieren, die nicht existieren. Sie denken, wir können Unrecht in Recht verwandeln und sagen, jetzt ist es dir erlaubt. Jetzt darfst du jemandem anderen Schaden zufügen und Leiden verursachen. Eine magische Autorität kann dir das gewähren. Wir werden sehen, wie dieser religiöse Glaube funktioniert, wie dieser Kultglaube sehr bald funktioniert. Und sie glauben auch, dass sie in der Lage sind, tatsächlich existierende Rechte zu widerrufen, jemanden davon abzuhalten, eine Handlung auszuführen, die einem anderen Wesen keinen Schaden zufügt. Das glaubt der Kult der Befehlsbefolger, dass sie das Recht dazu haben. Sie verhindern das Ausüben von Rechten. Kultglaube Nummer 3 des Kultes der ultimativen Bösen. Der Befehlsbefolger dieser Regierung ist unser Gott. Diese übernatürliche Entität, die Rechte gewähren oder Rechte widerrufen kann. Sie kann die Moral anhand ihrer Laune bestimmen, die den gesetzgeberischen Strich zieht. Ich kann etwas aufschreiben und dann wieder austilgen. Ich könnte am nächsten Tag sagen, Sie könnten dafür bestraft werden, für dies und jenes, aber Sie gleichzeitig auch wieder freisprechen. Ich meine, wenn Sie diesen Leuten glauben, wissen Sie, es ist eine naive Kindermentalität. Was letztendlich all diese Leute aber auch tun. Es sind Menschen, die nicht wirklich erwachsen sind. Sie haben Probleme mit Mami und Papi, zu denen wir bald kommen werden. Sie haben psychologische Probleme mit dem im Stich lassen der Eltern, unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Ich werde ein Video über den Kult des Statismus abspielen, den Kult des Glaubens an die Autorität des Staates. Hören Sie sich einfach den vollständigen Widerspruch an. Erlauben Sie mir, ob ich Ihren Standpunkt richtig verstehe. Grundsätzlich würden Sie sagen, dass es für die Bürger falsch ist, physische Gewalt gegen andere Bürger zu initiieren. Wie ist, wie es ein bewaffneter Räuber tut? Es sei denn, wir erlauben das gesetzlich. Aber es ist okay, wenn es die Regierung erlaubt. Ja, weil die Regierung vom Volk autorisiert worden ist. Okay, aber wenn die Regierung bewaffnete Räuber dazu autorisieren würde, ist das wirklich in Ordnung, wenn die Regierung so dumm ist? Nun ja, ich weiß nicht, um welches Land es sich da handelt, aber ja, das ist es legal, wenn es verfassungsmäßig natürlich ist. Okay, also Sie denken also, dass es für einen Bürger falsch ist, für einen einzelnen Bürger Gewalt gegen andere zu initiieren, aber es ist dann in Ordnung, wenn es die Regierung tut, wenn die Mehrheit die Regierung gewählt hat, also dies zu tun. Ja, dann ist es in Ordnung, wenn die Regierung dies genehmigt hat. Die Regierung ist berechtigt, Steuern zu erheben und die Autorisierung kommt ja vom Volk.
haben die einzelnen Bürger das Recht, physische Gewalt gegen andere Bürger einzuleiten? Sie können das natürlich nicht tun, weil sie gesetzlich ja nicht dazu berechtigt sind. Ja, also richtig, haben einzelne Bürger dieses Recht nicht. Wenn sie nicht das Recht haben, physische Gewalt gegen andere Bürger zu initiieren, hätten sie dieses Recht ordnungsgemäß an die Regierung delegieren können. Das ist das, was Sie meinen. Oh ja, und das tun Sie ja auch. Können Sie denn ein Recht überhaupt ordnungsgemäß delegieren, das Sie ja gar nicht besitzen? Sie können Ihren Vertretern das Recht einräumen, bestimmte Aktivitäten zu erlauben oder auch zu verbieten. Ja, das soll möglich sein. Also Sie denken, dass Sie ein Recht delegieren können, das Sie nicht haben? Sie können ein Recht ordnungsgemäß delegieren, das Sie gar nicht besitzen. Sie können Ihren Nachbarn nicht besteuern, aber Sie können mich als Ihren Senator autorisieren, um für ein Programm zu stimmen, welches Ihren Nachbarn dann besteuert. Ja, das wäre dann auf diesem Weg möglich. Okay, also sagen Sie, dass eine Person ein Recht, das es gar nicht hat, aber dennoch delegieren kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, okay. Und nun habe ich das Recht, Ihr Zuhause in Hawaii zu verwenden, oder wie ist das? Oder könnte ich das Recht auf ein paar meiner Freunde delegieren? Natürlich dürfen Sie das nicht. Ja, richtig, also kann man wirklich kein Recht delegieren, das man gar nicht hat. Wir sprechen hier aber über die Delegierung. Ja, Sie waren sich einig, dass die Personen das können, machen können. Also richtig, wir haben ja zugestimmt. Sie haben nicht das Recht, Gewalt gegen andere zu initiieren. Man hat dieses Recht ja an sich, also das ist ja ausgeschlossen. Ist es so? Ja. Also, nur einige Leute denken, dass sie es tun können. Dann hätten sie das natürlich nicht machen dürfen. Also, es sei denn, sie hätten es an die Regierung delegiert. Dann ist es ordnungsgemäß. Ja, sie würden die Autorität an uns, ihre Vertreter, delegieren, um Gesetze in ihren besten Interessen zu machen. Also, auch wenn sie nicht das Recht haben, können sie es an jemanden weiter delegieren, um Gesetze zu machen, ja. Richtig, also glauben Sie, dass Sie ein Recht, das Sie nicht haben, delegieren können. Das Recht hat man aber erst dann, wenn Sie die Regierung ermächtigen, zum Beispiel in einen Krieg einzutreten, Menschen zu töten, dann ist das in Ordnung so. Sie sagen, dass alle legitimen Regierungsbefugnisse vom Volk ausgehen und dann stimmen Sie ja zu, dass die einzelnen Bürger aber nicht das Recht haben, Gewalt gegen andere Bürger anzuwenden. Warum belassen wir es doch einfach nicht dabei? Wir sind uns nicht einig. Warum belassen wir es nicht dabei? Ich bin in einer Sekte und die Regierung ist mein Gott. Es tut mir entsetzlich leid für jeden, der die kompletten Inkonsistenzen einer solchen gehirngewaschenen Person nicht vollständig erkennen kann. Der die logischen Trugschlüsse und totalen Inkonsistenzen in der totalen Perversion der kognitiven Prozesse dieser Person einfach nicht erkennen kann. Ich habe das Gefühl, dass Sie genauso krank sind wie diese Person, wenn Sie dies nicht ohne weiteres erkennen können. Lassen Sie uns also über die Techniken der Sekten reden. Wir halten die Sektenführer, die Mitglieder der unteren Sektenebene auf Linie, also auf der Grundlage. Auf welcher Grundlage halten Sie sie auf Linie? Sie haben sehr strenge, starre Vorgaben, die Sie im Laufe der Menschheitsgeschichte angewandt haben und Sie schwanken nicht mit ihnen, weil sie immer funktioniert haben. Sie haben konsequent gearbeitet. Weil die Menschen ihr Bewusstsein immer noch nicht so weit entwickelt haben, dass sie verstehen, wie diese Manipulationsmethoden funktionieren. Ich nenne dies die Techniken des Kultes oder wie man willige Anhänger einer Gehirnwäsche unterzieht, die die persönliche Verantwortung für ihr eigenes Handeln abgeben wollen. Und es gibt vier Hauptkulttechniken. Erstens Isolation, Konformität, Indoktrinierung durch Wiederholung und Trauma. Das sind diese vier. Isolation, Konformität, Indoktrination durch Wiederholung und Trauma. Schauen wir sie der Reihe nach an. Kulttechnik Nummer 1, Isolation. Wahrscheinlich die wichtigste Technik, weil sie es jedem sehr schwer macht, in das Kollektiv des Kultes, die Grenze des Kultes einzudringen.
Sie müssen die Sektenmitglieder oder die potenziellen Sektenmitglieder physisch vom Rest ihrer Gemeinschaft trennen, sodass man keine Argumente vorbringen kann, soweit dies in ihrer Macht steht. Sie schaffen eine Wir-gegen-Sie-Mentalität. Wir sind die Familie. Wir sind das Kollektiv. Jeder außerhalb von uns ist Sie und Sie sind nicht wir. Dämonisieren Sie die Außenseiter, die, die nicht dazugehören. Verstehen Sie? Die Zivilbevölkerung. Jemand hat mir erst kürzlich gesagt, wie Polizei und Militär uns nennen. Unsere zivilen Kotzer. So nennen sie uns. Einer der großen Namen, die in der Sekte umhergehen, sagte das. Die Zivilistenkotzer. Ah, so wie ihre Sektenführer sie ihre Hunde, ihre Haustiere, ihre Tiere nennen, wie wir noch sehen werden. Isolation ist also wahrscheinlich die wichtigste Technik. Ja, und warum? Warum ist das so? Denn man muss die Sektenmitglieder von dem Wissen abschneiden, das sie von außerhalb der Sekte erhalten könnten. Und deshalb macht es sie unfähig, sich zu ändern. Die Kulttechnik Nummer 2 ist Konformität. Tolerieren Sie keine Individualität. Man muss seine alte Identität vollständig aufbrechen und neu formieren. Vollständig ablehnen und dann wieder zu etwas Neuem und Anderem aufbauen. Das in die starr begrenzten Parameter des Sektenglaubens fällt. Und wissen Sie was? Sie werden Ihnen nur allzu gerne sagen, dass Sie Ihnen genau das antun. Bei den Marines erzählen Sie den Leuten, wir werden dich zerlegen und dann bauen wir dich wieder nach unserem Bild auf. Sie sind allzu offen, wie Sie diese Techniken anwenden. Sie benutzen Uniformen. Uniform. Eine Form. Rigidität. Uniformen, um Gleichheit im Aussehen zu schaffen. Und sie benutzen Modi der Gleichheit in Sprache und Verhalten, reglementierte Handlungen. Dadurch wird eine Resonanz aufgebaut. Sie hält die Menschen im Gleichschritt gefangen. Und sie ziehen im Verhalten einfach an Seilen mit wie eine Aufziehpuppe. Die Kulttechnik Nummer 3 ist Indoktrinierung durch Wiederholung, strenge Zeitpläne und Anweisungen. Sich wiederholende Verhaltensweisen, die gleichen Dinge immer und immer wieder tun. Wiederholung ist eine der größten Formen der Gedankenkontrolle, wenn nicht sogar die mächtigste Form der Gedankenkontrolle überhaupt. Sie führten sie durch Hirn, Hindernisparcours, Übungen, Formationen, Gleichschrittmarschieren und so weiter. Wiederholte Phrasen, Gesänge und Lieder werden verwendet, um sie in einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Schwingungsenergie zu bringen. Indoktrinieren Sie den Verstand und geben Sie ihm das Glaubenssystem, bis Sie es glauben. Wiederholen Sie die Lüge immer wieder, bis sie allgemein geglaubt wird. Zur Kulttechnik Nummer 4. Die ist in zwei Teilen aufgebaut. Es gibt ein physisches Trauma und dann gibt es ein mentales Trauma. Das körperliche Trauma ist Stress, hohem Aktivitätsniveau ausgesetzt, geringer Schlafzeit und gestörten Schlaf, hoher Kohlenhydrataufnahme und niedriger Nährstoffaufnahme in der Ernährung. Das schädigt das Gehirn. Es versetzt jemanden in einen Zustand geschwächten Widerstands. Ihr Körper, Ihr Verstand und Ihr Geist sind unfähig, dem Diktat des Kultes zu widerstehen. Sie schwächen sie durch diese Techniken physisch. Und dann nutzen sie emotionale Traumata, um den Geist zu schwächen. Verbaler und physischer Missbrauch, der kontinuierlich auf sie gerichtet ist, ihnen ständig zu sagen, dass sie nicht gut genug sind. Unerwartete, plötzliche und schockierende Szenarien. Sie schaffen ein Trauma, sie schaffen eine Situation. Oh, sie müssen erschrecken, um auf dieses Szenario zu reagieren, das gerade passiert. Eine fortwährende Atmosphäre der Angst und Furcht. Und wie wir in den Ausdrücken des Naturgesetzes gesehen haben, Angst kann nur Unwissenheit, Verwirrung, Kontrolle oder Sklaverei und letztlich zu Chaos führen.
Das ist alles, wozu es jemals führen kann. Sie kann niemals zu einem souveränen Wesen führen. Wissen, Verständnis, Weisheit, Freiheit, Souveränität, alles das wird fernbleiben. Zu all diesen Dingen wendet man sich ab. Sicherlich kann sie nicht zur Ordnung führen. Und deshalb wenden Sie diese vier übergreifenden Methoden an. Und Sie sehen, ich habe Bilder von ihnen verwendet, moderne Sekten. Aber wissen Sie was? Diese sind bei jedem einzelnen destruktiven religiösen Kult, der jemals auf der Erdoberfläche existiert hat, gleich. Die Techniken sind exakt die gleichen, identisch. Die Reihen der Sektenmitglieder des Kults des ultimativen Bösen, von dem ich spreche, sind die Befehlsbefolger, Polizei und Militär, werden von ihren Sektenführern bösartig, symbolisch, okkultistisch verspottet. Und darüber habe ich bereits bei Free Your Mind ein Jahr im Jahr 2011 in Philadelphia gesprochen. Ich hielt einen Vortrag mit dem Titel Die okkulte Verhöhnung von Polizei und Militärangehörigen, in dem ich durch die Erfahrung aus erster Hand selbst von einem satanischen Kult mit dem Kult der Anführer des ultimativen Bösen beteiligt gewesen bin. Die Menschen, die diese Sektenmitglieder, diese Befehlsbefolger tatsächlich lenken. Als ich in dieser satanischen Sekte in ihrer Nähe war, aus erster Hand von ihren Lippen zu meinen Ohren, brachten sie zum Ausdruck, was sie über ihre Befehlsbefolger denken, über die Menschen, die sie beschützen und über ihre Agenda. Und das Einzige, was sie diese Menschen je nannten, war ihre Hunde oder ihre Haustiere. Das war's. Sie sehen sie als Angriffshunde an der Leine. Du greifst an, wenn ich dir das sage, dass du angreifen sollst. Du setzt dich, wenn ich es dir sage, du Hund. Sie werden schlafen, wenn ich ihnen sage, dass sie schlafen sollen. Und sie werden essen, wenn ich ihnen sage, sie dürfen essen. Und sie geben ihnen Hundemarken. Und sie setzen alle Arten von dunkler, okkulter Symbolik überall in ihrem Gehirn ein. Sie nennen sie ihre Hunde. Das ist es, was sie tun. Sie fressen ihre wertlose Fiat-Währung aus einem Fressnapf heraus, aus einer Hundeschüssel. Die Anhänger von Befehlsbefolger stellen eine ergänzte Sektenmitgliedschaft dar. Sie sind Hilfssektenmitglieder, sekundäre Mitglieder des Kults des ultimativen Bösen. Und wissen Sie was? Es gibt eine ganze Menge mehr von ihnen als die Hauptmitglieder der Sekten. Eine ganze Menge, die das, was die Sekte tut, unterstützen und denken, dass sie etwas Gutes tun oder es zu etwas Gutem führen könnte. Das ist genau die Dynamik, von der ich spreche, wenn ich von den Hilfskultmitgliedern spreche, den Anhängern der Befehlsbefolger. Denn sie sind mein Mann oder mein Sohn oder mein Bruder. Und so weiter, die Nahestehenden. Um keine geschlechtsspezifische Aussage zu machen, aber die Nebenanhänger der Sekte sind größtenteils Frauen, weil sie die Männer unterstützen, die in der Sekte involviert sind. Die Männer in ihrem Leben, die sie oft blind unterstützen, weil sie nicht glauben wollen, dass sie etwas Böses tun. Sie wollen sie damit ja nicht konfrontieren. Und genau das ist es, was Frauen haben, um in eine unendlich mächtigere Rolle zu schlüpfen, die sie im Rahmen ihrer Fähigkeit haben, diese Welt durch die Nichtunterstützung zu verändern, durch die Nichtunterstützung der Herrschenden. Wenn sie in diese Art Macht kommen, dann treten die Frauen in die wahre heilige weibliche Macht der echten Fürsorge, echte herzbasierte Intelligenz und dann wird es ihre Macht sein, diese Welt vollständig zu verändern. Er hätte dem Gesetz gehorchen müssen, nicht wahr? Sie kreuzigen ihn aus Gerechtigkeit. Sie befolgen ja nur ihre Befehle auch. Und das ist nur allegorisch zu verstehen, dieses Bild. Es geht darum, wie Menschen einfach das Böse unterstützen und das ablehnen, was eigentlich versucht, das Richtige zu tun, das Gewissen zu zerstören, die heilige weibliche Essenz zu zerstören.
In vielerlei Hinsicht fügen die Anhänger der Befehlsbefolger, die Nebenmitglieder des Kults des ultimativen Bösen, der Moral der menschlichen Gesellschaft mehr Schaden zu als die Befehlsbefolger selbst, vor allem aufgrund ihrer weitaus größeren Zahl. Befehlsbefolger und ihre Anhänger sind die wahren Zerstörer unserer Welt. Leider ist diese Aussage wahr. Die Menschen wollen immer den schwarzen Peter irgendwem weitergeben. Sie wollen mit dem Finger nach außen zeigen. Sie wollen das nie tun, würden sie sagen. Das ist es, was ich tun müsste. Ich konnte das nicht tun. Wissen Sie, wir wollen diese Verantwortung an andere Menschen in den oberen Rängen der Macht weitergeben, an die Politiker, die nicht wirklich in den oberen Rängen der Macht stehen. Sie sind auch nur Marionetten. Sie denken an die Politiker als denjenigen, der da ist. Wissen Sie, sogar an die tatsächlichen Sektenmitglieder, die legitimen Mitglieder, die Teil des satanischen weltweiten Netzes des Satanismus und des dunklen Luzifertums sind. Letzten Endes sind das nicht die Menschen, die die Welt zerstören. Nehmen Sie dabei eine Rolle ein? Ohne jede Frage. Sollten Sie zur Verantwortung gezogen werden? Ja, natürlich. Wer bringt diesen Schaden letztendlich in die physische Manifestation jedoch? Wer ist das? Die Menschen, die ihren Befehlen folgen. Die Menschen, die durch ihr Verhalten ihre Agenda durchsetzen. Dies sind die Schöpfer der dunklen neuen Weltordnung. Die Befehlsbefolger leiten das neue dunkle Zeitalter ein, nicht die Befehlsgeber. Die Befehlsgeber spielen ihre Rolle, aber die Befehlsbefolger sind diejenigen, die den Schaden in die tatsächlich manifestierte Realität bringen. Befehlsbefolger sind die Zerstörung der heiligen weiblichen Dynamik der Fürsorge. Dies ist der Hintergrund für meinen gesamten Vortrag. Ich habe ihn als erste Folie, über die die Leute zu Beginn nachdenken sollten, gebracht. Sie zielen auf das Göttinnenprinzip, das Nicht-Angriffsprinzip, die wahre Fürsorge, die mitfühlenden und nährenden Aspekte eines Wesens ab. Das ist es, was sie in sich selbst zerstören, und dann zerstören sie durch Gewalt und Sklaverei, die sie zur Unterstützung ihrer Verhaltensweisen ausüben, diese Dynamik der Fürsorge außen im weiteren Sinne in der Gesellschaft. Und dies ist der Zustand der heiligen weiblichen Dynamik. Die Göttin weint, meine Damen und Herren, und sie muss dringend regeneriert werden. Und wir müssen die Menschen sein, die helfen, diese heilige weibliche Energie zu regenerieren. Lassen Sie uns über die Lösung sprechen. Ja, was kann man denn dagegen tun? Gibt es überhaupt eine Lösung? Ja, die gibt es. Die Lösung? Ja, das sind die Menschen hier in diesem Raum. Und diejenigen, die diese Worte erreichen und bei denen sie Resonanz finden, woher auch immer sie stammen, die Lösung ist das, was ich das große Werk oder die Infiltration des Kults des ultimativen Bösen nenne. Wir müssen die Sekte infiltrieren, wir müssen die erste Technik der Sekten brechen, nämlich die Isolation. Hier werden die meisten Menschen ein bisschen schüchtern, ein bisschen ängstlich. Sie wollen, dass ich, wovon sie hier sprechen, zu Leuten spreche, die in der Polizei und im Militär involviert sind. Ja, das ist nämlich die einzige Lösung. Nur so kommen wir ohne Blutvergießen aus diesem Schlamassel heraus. Ja, was ist denn das große Werk jetzt? Das große Werk der Wahrheit, der Liebe und der Freiheit? Eine neue Art von symbolischem Spiegel, ein symbolisches Siegel, welches alles kommuniziert, was von äußerster Wichtigkeit ist. Das Licht des Schöpfers, das Licht des Naturgesetzes. Das Verständnis des Gewissens ist das, was dieses Auge letztlich repräsentiert auf diesem Siegel. Wir müssen aufhören, das als den dunklen Okkultisten, den dunklen Illuminaten zu betrachten. Wir müssen dieses Symbol des allsehenden Auges zurücknehmen, weil die Illuminaten in diesem Raum sitzen zurzeit. Aber das gehört allen, das Licht der Wahrheit.
Wir werden mit dem Unterschied zwischen richtigem und falschem Verhalten erleuchtet. Das ist es, was dieses Auge im Laufe der Geschichte letztlich repräsentiert. Die große Arbeit zu tun bedeutet, die härteste Arbeit zu tun, die es da gibt, und das unbekannte Land an einen Ort, den viele fürchten, zu gehen. Weil sie sich in ihrer Sklaverei so wohl gefühlt haben. Das große Werk ist die mühsame Aufgabe, andere zu beeinflussen. Und das geschieht, wenn man erst einmal mit dem Wissen des Unterschieds zwischen Recht und Unrecht erleuchtet ist. Muss man erst einmal dort anfangen, man muss den Kopf klar bekommen, man muss die Seele bereinigen, dann kann man anderen helfen. Das ist es, was die große Arbeit ist. Das große Werk beginnt, wenn sie sich selbst reinigen. Dann können sie damit beginnen, andere zu beeinflussen. Das ist die große Arbeit, die mühsame Aufgabe, ihre falschen Religionen aufzugeben, die dogmatischen und gefährlichen Glaubenssätze, die den Fortschritt des Bewusstseins zurückhalten, indem sie die Rezeption von Wahrheit und Naturgesetz behindern. Die große Arbeit zu tun besteht darin, anderen dabei zu helfen, zu erkennen, dass sie durch Legitimität von Gewalt und Sklaverei eben das Hindernis sind. Unterstützt und geduldet haben sie das und dass sie die Unmoralischen waren, weil sie dies getan haben. Das ist genau der Grund, warum das große Werk so schwierig ist und warum es so unpopulär ist und unbeliebt. Warum sich so wenige Menschen auf diesem Planeten tatsächlich damit beschäftigen. Das ist der Grund. Wir brauchen von diesen Menschen nicht Tausende, nicht Zehn oder Hunderttausende, sondern Hunderte von Millionen, um diese große Arbeit zu tun. An dem hohen Niveau der großen Arbeit ist unser eigenes tiefes Verständnis der beteiligten psychologischen Faktoren, die bei den Befehlsbefolgern am Werk sind, denn wenn wir dieses Wissen nicht haben, wie können wir ihnen dann helfen zu heilen und diesen Zustand der Indoktrinierung in eine Sekte zu überwinden? Wir müssen also verstehen, wo ihre Denkweise ist, warum sie in ihrer Eigenschaft als Befehlsbefolger handeln, so wie sie es tun. Was geht in ihren Geist und in ihrer Seele vor, dass sie sich so verhalten wollen? Die lange dunkle Nacht der Seele, das Schattenmaterial, wenn sie so wollen, der Stamm des Baumes ist selbstverachtend, selbsthassend. Und der Grund, warum diese Menschen sich selbst hassen, liegt darin, dass ihnen ein sehr tief eingeprägter Mangel an Selbstachtung und Selbstwert anhaftet. Und dafür gibt es oft einen übergreifenden Grund, weil sie Probleme mit der elterlichen Verlassenheit haben, die ich die Wurzeln des Baumes des ultimativen Bösen nenne. Das Verständnis dieser tief liegenden, oft unbewussten oder unterbewussten psychologischen Wurzeln ist der Ort, an den wir uns begeben müssen. Und die Problematik der elterlichen Verlassenheit liegt genau an der Basis, im Herzen, wenn Sie so wollen, der psychologischen Faktoren, die dafür sorgen, dass Befehlsbefolger weiterhin Befehlsbefolger bleiben wollen. Sie suchen nach einer Ersatzfamilie für eine Familie, die nicht existierte oder die ihnen nicht half, ein besseres Wesen zu werden. Sie haben Mama-Probleme und Papa-Probleme, Probleme mit der elterlichen Verlassenheit, seien es körperliche, geistige, psychologische, emotionale oder spirituelle Verlassenheit durch ihre Eltern. Und deshalb versuchen sie, dies psychologisch durch eine Stellvertretung mit einer Familie zu erfüllen, einer kollektiven Familie, die im Grunde als ihre neue Identität fungiert. Wir müssen verstehen, dass diese Dynamik am Werk ist und in welchem Zustand ihre Denkweise ist, nämlich in der eines gequälten Kindes. Und was sie letztlich brauchen, ist die Heilung dieser Dynamik, die Umwandlung dieser Dynamik, indem sie sich mit ihnen beschäftigen und ihnen helfen.
mit ihnen, diese psychologischen Faktoren zu verstehen, die sich in ihnen abspielen. Solange wir uns nicht verpflichten, uns an dieser Arbeit zu beteiligen, erwarten sie nicht, dass sie sich ändert, sondern dass sie sich verschlechtert. Denn wenn mit diesen Faktoren nicht auf bewusster Ebene umgegangen wird und sie nicht auf bewusster Ebene geheilt werden, fressen sie uns auf einer unterbewussten Ebene, und schließlich auf dieser unterbewussten Ebene kommen diese Dämonen in die reale Welt und fressen uns auch dort noch auf. Und das ist, was gerade geschieht. Und viele Menschen um uns herum, die schlafen, aber sie müssen diesen Zustand durch starke Willenskraft und Ausdauer durchkämpfen. Um die große Arbeit zu leisten, sind Willenskraft und Ausdauer erforderlich. Selbst wenn dies der Zustand der Menschen ist, sprechen sie ihnen gegenüber direkt rein. Sie pflanzen die Samen ein. Wenn sie ein bisschen mehr gesehen haben und ein bisschen mehr gewachsen sind, schweigen sie niemals, wenn es um Fragen von Recht und Unrecht geht. Man muss die Wahrheit in die Existenz, in das Universum hineinsprechen. Die Angst vor persönlicher Verantwortung. Das ist der zweite Punkt. Wiederum die Abdanker, die größte Gefahr. Das ist es, was sie nicht wollen. Sie haben den typischen Befehlsbefolger gehört. Sie versuchen, sie dieser persönlichen Verantwortung zu entziehen. Nicht wahr? Und er sagt, das klingt ungefähr richtig. Er gibt nur zu, dass er diese Verpflichtung nicht auf sich nehmen will. Aber wissen Sie was? Das spielt keine Rolle. Es liegt an Ihnen, ob Sie es wollen oder nicht. Die persönliche Verantwortung eines Individuums für sich selbst richtiges statt falsches Handeln zu wählen, liegt immer bei einem selbst und kann niemals an jemand anderen verschenkt werden. Sie behaupten nur, irrtümlicherweise, dass Sie die persönliche Verantwortung für eine solche moralische Entscheidungsfindung an jemand anderen abtreten. Das kann man in der Realität, in der Natur, eigentlich nicht tun. Sie können nur die Behauptung aufstellen, dass Sie es tun. Und es ist eine falsche Behauptung. Es kann in der Realität niemals wirklich getan werden. Einfacher ausgedrückt, der Einzelne ist immer für sein eigenes Handeln verantwortlich. Es gibt keine Ausreden. Ich liebe das Zitat von David Icke dazu aus einem seiner früheren Bücher. Er sagte, übernehmen Sie Verantwortung für sich selbst und für Ihre Handlungen, Gedanken und Worte. Sie allein treffen die Entscheidung. Sie allein sind für die Folgen Ihres Verhaltens verantwortlich. Die schwache Ausrede, dass Ihr Chef es verlangte, das Establishment es erwartete, erhält keine Wahrheit oder Rechtfertigung. Was bringt es, Prinzipien zu haben, wenn sie anderen erlauben, ihr Verhalten zu diktieren? Am Ende des Tages werden sie ihre Leistung und den Beitrag, den sie zur Schöpfung geleistet haben, beurteilen. Es wird nicht darauf beruhen, was ein anderer von ihnen erwartet hat oder was sie getan haben, weil sie sich gefangen fühlten. Es gibt keine Ausreden oder Entschuldigungen für unmoralisches Verhalten. Wir haben diese persönliche Verantwortung, ob wir sie akzeptieren wollen, verstehen oder nicht. Der Selbsthass ist die nächste psychologische Hürde, die Befehlsbefolger in den Positionen hält. Selbsthass ist eine der wichtigsten psychologischen Grundvoraussetzungen, die Menschen dazu veranlasst, sich ihrer persönlichen Verantwortung zu Gewissensbildung zu entziehen und in Befehlsbefolgen und Rechtfertigung zu verfallen. So wie es für einen Befehlsbefolger nicht möglich ist, ein Gewissen wirklich auszuüben, ist es für einen Befehlsbefolger nicht möglich, sich selbst wirklich zu lieben. Niemand, der aktiv an der Dynamik der Befehlsbefolgung beteiligt ist, kann ein Mensch sein, der sich selbst wirklich liebt. Auf irgendeiner psychologischen, spirituellen Kernebene ihres Wesens haben sie Selbsthass. Selbstverachtung entsteht, wenn ein früheres Trauma, die Technik des Kultes, unterdrückt und im Unterbewusstsein vergraben wurde, anstatt direkt konfrontiert, verarbeitet und geheilt zu werden. Ein solches Trauma könnte die Form von Gefühlen der Unzulänglichkeit annehmen, seien sie real angedeutet oder nur
Ansatzweise. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Das ist es, was die Gefühle der Unzulänglichkeit hervorruft. Sehen Sie, dieses Bild ist das, was als Gollum bezeichnet wird. Ein Wesen, das eigentlich nicht von einer Seele durchdrungen ist, aber schurkische Verhaltensweisen aufweist. Und es hält etwas in der Hand. Ich habe gelitten und deshalb werde ich Leid verursachen. Und das ist der Weg zur Sklaverei. Das ist die Denkweise des perfekten Sklaven. Wer nur weiter Schaden und Leid zufügen will, nur weil er selbst Schaden und Leid erfahren hat, steckt sich selbst in ein tieferes Gefängnis. Das Einzige, was Selbsthass jemals heilen kann, ist Selbstrespekt. Das Wort Respekt kommt von der lateinischen Vorsilbe re, was erneut bedeutet, und dem lateinischen Verb spectare, was betrachten bedeutet. Nur Selbstachtung kann den Selbsthass heilen und damit einen Befehlsbefolger auf dem Weg zum Gewissen heilen. Die Arbeit mit dem Schattenmaterial des Selbst ist eine der schwierigsten Arbeiten, die man je machen kann. Und deshalb drehen sich die meisten Menschen um und rennen mit einer Million Meilen Kilometer davon pro Stunde in die entgegengesetzte Richtung. Weil der Blick in diesen Spiegel der schwierigste Ort ist, an den man schauen kann. Und als ich aus der Sekte ausstieg, in die ich involviert war, brauchte ich wirklich lange. Harte Stunden der Selbstintrospektion und endlose Tage des Leidens. All diese psychologischen Bedingungen, absichtliche Unwissenheit, Selbsthass, Verweigerung der Eigenverantwortung, es beruht alles darauf, dass das Wesen noch immer auf einer inneren Ebene handelt, wie das verlassene Kind. Weil es nicht die Unterstützung seiner Eltern, seiner Gemeinschaft und so weiter erhalten hat. Und sie betrachten das Glaubenssystem der Sekte als stellvertretend des Elternteils, den sie nie wirklich in vollem Umfang hatten. Ihre Beziehung war nie voll entwickelt, weshalb dies so tief mit der Arbeit von Lennon Hunter verbunden ist, dass ich es Ihnen nicht einmal sagen kann. Bewusste Elternschaft, gute Erziehung ist ein so großer Teil der Lösung. Wussten Sie das? Den Zyklus der Missbrauchsopfer zu beenden, der einen großen Teil des Sektenverhaltens ausmacht, es geht darum, die Sekte fügt das Trauma zu und dann wachsen die Sektenmitglieder traumatisiert auf und sie fügen das Trauma anderen zu. Es ist eine Endlosschleife, es sei denn, derjenige, der das Trauma erlitten hat, bekommt Hilfe. Es muss oft durch Hilfe geschehen, die von außen kommt, weil er so traumatisiert ist, dass er es nicht alleine schaffen kann. Dies ist das Unterstützungssystem, das Sie brauchen. Sie müssen dieses Unterstützungssystem für diese Menschen sein, um ihnen zu helfen, diesen engen Pfad der Heilung zu durchschreiten, auf dem der Traumaerfahrene schließlich durch angewandtes Wissen, Fürsorge und Willen geheilt wird, vor allem durch die heilige weibliche Dynamik der Fürsorge. Sektenmitglieder haben oft Angst vor Chaos. Was würde passieren, wenn dieses Ding, das ich immer gekannt habe und von dem ich immer ein Teil war, plötzlich verschwinden würde? Wie würde ich leben? Wie würde meine Identität aussehen? Wie werden wir die Dinge tun, die wir mit diesem System tun, wenn es nicht vorhanden wäre? Wahre Freiheit, meine Damen und Herren, umfasst unendliche Möglichkeiten. Ich habe keine bessere Definition von wahrer Freiheit in meinem Buch. Per Definition schlossen unendliche Möglichkeiten die Möglichkeit ein, dass sich Chaos manifestieren kann. Wir dürfen diese Möglichkeit nicht fürchten. Die Möglichkeit, dass sich in unserer Welt kleinere Mengen an Chaos manifestieren, muss ohne Furcht oder zumindest mit Mut angenommen werden, indem man akzeptiert, dass selbst wenn man es fürchtet, dass eine Konfrontation ist und man sich durcharbeiten kann und darf. Sie werden trotz dieser Angst, trotz dieser Möglichkeit des Chaos richtig handeln. Die Manifestation des Chaos kann ein mächtiger Lehrer sein.
der uns zu den schmerzhaften, aber oft unverzichtbaren Lektionen dessen bringt, was wir nicht tun sollten, der apophatischen Lektion. Ein Recht verstehen, indem man versteht, was kein Recht ist. Verstehen, was der richtige Weg war, den man einschlagen hätte sollen. Wenn man auf dem falschen Weg ist und einen Fehler macht, muss man in der Lage sein, dies bewusst zu erkennen, zuzugeben, dass man falsch lag, umzukehren und wieder auf den richtigen gehen. Das ist es, worum es wirklich geht, das Selbst zu verstehen. Das ist es, worum es wirklich geht, wahre Selbstfindung. Die Fähigkeit einzugestehen, dass man falsch lag und aus seinen Fehlern lernen kann. Letztlich kann die Angst vor dieser Idee nie verschwinden. Die Furcht vor der Möglichkeit von Chaos ist gleichbedeutend mit Furcht vor wahrer Freiheit. Wir müssen diese Angst ablegen, wenn wir vorankommen wollen, und wir müssen dem Befehlsbefolger helfen, diese Angst abzubauen. Durch ihre Furcht vor der Möglichkeit eines Chaos befürworten Befehlsbefolger die Legitimität und den Fortbestand von Autorität und Regierung. Und deshalb befürworten sie eigentlich die Legitimität und den Fortbestand von Gewalt und Sklaverei. Sie glauben, dass sie diese Bedingungen durch das, was sie weiterhin tun, loswerden können. Und was sie weiterhin tun, kann diese Bedingungen nur weiterhin neu erschaffen. Reine Logik, meine Damen und Herren, wurden tatsächlich getäuscht, indem sie glauben, dass menschliche Sklaverei notwendig ist und weiter bestehen muss, um Chaos zu verhindern. Gewalt und Sklaverei können Chaos nicht verhindern, denn Gewalt und Sklaverei sind das Chaos. Wir brauchen die Rückkehr der heiligen weiblichen Energie. Das ist die Dynamik wahrer Fürsorge, Pflege und echtem Mitgefühl. Vor 2 Jahren habe ich auf der Free Your Mind Conference 2013 einen Vortrag mit dem Titel gehabt New Age Bullshit und die Unterdrückung des heiligen Männlichen, in dem es darum ging, wie die New Age Religion letztlich eine Dynamik des Nichthandelns hervorgebracht hatte. Durch die Unterdrückung der heiligen männlichen Dynamik der Persönlichkeit schaffen wollen. Worum es in diesem Vortrag geht, sind die Kräfte, die den weiblichen Aspekt des Bewusstseins unserer Persönlichkeit unterdrückt haben. Das heilige weibliche oder das verlorene Prinzip, wie ich es genannt habe, ist die Dynamik der Fürsorge. Das, was uns täglich wichtig ist, was die treibende Kraft unserer Gedanken und vor allem die treibende Kraft unseres Handelns ist. Daher kann die Fürsorge als der ultimative Generator für die Qualität unserer Erfahrung angesehen werden. Dieses Prinzip ist oft als generatives Prinzip, als schöpferisches Prinzip bezeichnet worden. Das Wort generativ leitet sich von dem lateinischen Wort genere ab, was so viel wie erschaffen bedeutet. Was uns wichtig genug ist, um unseren Willen walten zu lassen. Was uns wichtig genug ist, was wir mit Fürsorge tun, um unseren Willen zu fördern. Die heilige männliche Willenshandlung, die Dynamik des Willens ist letztlich das, was in unserer Welt geschaffen wird. Dies ist das wahre Gesetz der Anziehung, das wahre Gesetz der Manifestation. Die Welt ist heute leider so, wie sie ist, weil die Menschen sich nicht genug darum kümmern, selbst wenn sie sagen, sie wollen, dass diese Dinge anders werden, weil sie die Welt durch ihr Handeln verändern. Das ist der Grund, warum die dunklen Okkultisten, der Kult des ultimativen Bösen, die Befehlsgeber, erfolgreich sind, sich jedes Jahr an einer Zeremonie beteiligen, die Einäscherung der Fürsorge genannt wird, symbolisches Opfern der Fürsorge. Und ihre Befehlsbefolger tun es weiterhin, genau hier in der realen Welt, nicht in der symbolischen Welt, in der sehr realen Welt des Verhaltens und der Verhaltensweisen. Es gibt 2 Prinzipien, die die Erleuchtung ausmachen, und wir müssen beide Prinzipien einbeziehen, wenn wir die Rückkehr des heiligen männlichen und des heiligen weiblichen
erleben wollen. Das heilige weibliche Prinzip ist das Prinzip der Nicht-Aggression, das Non-Aggressionsprinzip. Die erste Säule der Aufklärung ist das heilige weibliche Prinzip. Es wird auch das Nicht-Aggressionsprinzip genannt. Das besagt ganz einfach, keine Gewalt anwenden. Gewalt ist die unmoralische Einleitung unangemessener körperlicher Kraft, zu der man nicht das Recht hatte, sich gegen einen Mitmenschen anzuwenden. Mit anderen Worten, leitet sie nicht unmoralisch einen unrechtmäßigen Gebrauch physischer Kraft ein. Um das rechtmäßige physische Verhalten oder die freie Willenswahl anderer fühlender Wesen einzuschränken oder zu kontrollieren. Üben Sie keine Gewalt aus. Damit verbunden, damit verheiratet, in heiliger Vereinigung mit dem ist das heilige männliche Prinzip der Selbstverteidigung, über das ich zuletzt viel gesprochen habe bei der zweiten Free Your Mind Konferenz. Die zweite Säule der Aufklärung ist das heilige männliche Prinzip, auch Selbstverteidigungsprinzip genannt. Dies besagt, empfindungsfähige Wesen haben das inhärente Recht, physische Kraft anzuwenden, um sich gegen Gewalt zu verteidigen, die von einem anderen gegen sie ausgeübt wird. Niemals diese Gewalt zu initiieren, sondern sie als Reaktion auf Gewalt anzuwenden, die im Verhältnis zu dieser Gewalt gegen sie ausgeübt wurde. Das ist das heilige männliche Prinzip der Selbstverteidigung. Wahre Erleuchtung ist die heilige Vereinigung dieser beiden Prinzipien, des heiligen weiblichen und männlichen, kombiniert und verbunden mit dem heiligen männlichen Prinzip zur Selbstverteidigung. Nur wenn wir diese heilige Vereinigung zwischen dem heiligen männlichen und dem heiligen weiblichen vollziehen, in jedem von uns neu schaffen, werden wir erleben, wie sich die Welt wirklich verändert. Dies ist die alchemistische Hochzeit, wie sie genannt wurde, und sie ist hier auf der Tarotkarte der Liebenden symbolisch schön dargestellt. Ich möchte noch einmal die mächtige Rolle bekräftigen, die insbesondere Frauen in der Heiligen Vereinigung spielen können, nämlich die Fürsorge und das Mitgefühl voranzubringen, um dazu beizutragen, das Bewusstsein und die Denkweise der Befehlsbefolger zu verändern. Denn seien wir ehrlich, diese Befehlsbefolger, die diesen Schaden in Erscheinung treten lassen, sind größtenteils Männer, die auf Geheiß ihrer Sektenführer handeln. Männer sind die körperlich stärkeren Geschlechter und unsere Spezies auf unserer Erde. Und deshalb sind sie für diese Rolle präpariert, den außer Kontrolle geratenen männlichen Aspekt, den dunklen männlichen Aspekt. Aber Frauen können die mächtige Rolle der Verwandler spielen, wenn sie diesen Mut aufbringen und den Kult des ultimativen Bösen herausfordern, seine Gültigkeit in Frage stellen. Man muss ihr ins Gesicht sehen. Man muss sie als inhärent illegitime Autorität in der Regierung und die von ihr ausgeübte Gewalt anerkennen. Frauen können also Männern, die in diesen Kult verwickelt sind, helfen, sich zu befreien. Wenn sie diesen Mut und diese heilige weibliche Dynamik aufbringen, Frauen können also sehr viel dazu beitragen. Dann kann diese heilige weibliche, die heilige männliche Energie antreiben. Denn Fürsorge muss letztlich den Willen antreiben. Dies war mit dem Satz gemeint, Liebe ist Gesetz, Liebe unter Willen. Liebe muss das Fundament sein, ein höheres Bewusstsein muss das Fundament sein, auf dem sie den heiligen männlichen Willen aufbauen. Die heilige weibliche Dynamik muss also das Fundament sein. Das ist wahre Fürsorge, dann können sie den wahren Willen, die heilige männliche Dynamik des Willens, auf dieses Fundament aufbauen. Und wie letztendlich die Anhänger des Kultes, die Befehlsbefolger des Kults des ultimativen Bösen, ihre geistige Knechtschaft brechen müssen, liegt an der Verwendung des verlorenen Wortes. Ein sehr kraftvolles Konzept in meiner Arbeit stammt aus der esoterischen Tradition der Freimaurerei, wie ich es hier beschreiben werde. Das verlorene Wort ist ein Begriff in der esoterischen Freimaurerei, der einen Bewusstseinszustand repräsentiert, der bei der Mehrheit der Menschen weitgehend verloren gegangen ist.
Um das sogenannte verlorene Wort zu sprechen, muss der Mensch an sich selbst arbeiten. Um einen Zustand der Widerspruchsfreiheit zwischen seinen Gedanken, Emotionen und Handlungen zu erreichen. In einem solchen Zustand des Einheitsbewusstseins ist dieses Wesen wirklich dazu gekommen, das Selbst und die Wirkungsweise des Naturgesetzes, des Moralgesetzes zu verstehen. Und dabei erkennen sie zutiefst den objektiven Unterschied zwischen richtigem und falschem Handeln oder wie diese Begriffe im freimaurerischen Licht bzw. Finsternis genannt wird. Licht ist Wahrheit und richtiges Handeln und Dunkelheit in der Freimaurerei ist Ignoranz und falsches Handeln. Sie werden das G bemerken. Das G steht für das generative Prinzip. Das heilige weibliche Prinzip, das die richtige Handlung antreiben muss, die Kompasse, das Mitgefühl, das unser Verhalten umschreiben soll, sind die tatsächlichen Randbedingungen, durch die wir in der Welt agieren können. Schöne symbolische Allegorie der Freimaurerei bei korrektem Verständnis. In dem aufgeklärten Bewusstseinszustand, der durch die Kenntnis des Naturrechts, also des Gewissens, ist der Mensch endlich in der Lage vorzutreten und das verlorene Nein auszusprechen. Nein, das ist das verlorene Wort. Nein ist das Wort aller Macht. Wir fordern all unsere Macht als souveräne Wesen zurück, wenn wir Nein zum Bösen sagen, wenn wir Nein zur Autorität sagen, wenn wir Nein sagen zu jemandem, der uns gegen unser besseres Wissen unterdrücken möchte, von dem wir wissen, dass es eben falsch ist. Nur wenn wir Nein sagen zu denen, die behaupten würden, unsere Eigentümer zu sein, zu denen, die behaupten würden, zu entscheiden, welche Rechte wir haben oder nicht haben dürfen, hören wir auf, unsere Macht an jemanden außerhalb unserer selbst zu vergeben. Und dabei beanspruchen wir alle unsere natürlichen Rechte. Leider verfügen nur sehr wenige Menschen in unserer Welt über das Wissen, die Fürsorge und vor allem den Mut, der dafür erforderlich ist. Das ist der Mut, der dem Befehlsbefolger derzeit fehlt. Sie können diesen Mut aus dem Kult auszusteigen nur durch das verlorene Wort Nein zum Bösen sagen entwickeln. Da so vielen dieser Mut fehlt, gilt das allmächtige verlorene Wort leider als für die Menschheit verloren. Aber wir können es zurückerobern. Wir können sie zurückfordern durch das Wissen um unsere Rechte, durch das Wissen um richtiges gegen falsches Verhalten. Wissen Sie, das verlorene Wort ist nicht nur ein No, sondern auch ein No. Was so viel bedeutet wie Wissen, K-N-O-W. Wissen ist der Transformator, den wir nutzen müssen, um die Modalität des Bewusstseins zu verändern, in der sich die Befehlsbefolger befinden. Wenn wir den Unterschied zwischen Recht und Unrecht aus Gewissensgründen kennen, dann werden wir vortreten und Nein zum Bösen sagen. Das ist meine Empfehlung an die Befehlsbefolger. Dies ist ein Internet-Meme, das ich gefunden habe. Just say no to gangs. Sagen Sie einfach Nein zu Gangs. Ich hätte es nicht besser sagen können oder vielleicht hätte ich es doch tun können. Was Sie tun müssen, ist einfach Nein zu Kulten zu sagen. Meine Damen und Herren, einer der Grundsätze, nach denen ich persönlich mein Leben lebe, ist, niemals jemandem einen Rat zu geben, den man selbst nicht befolgt. Nun, wissen Sie was, meine Damen und Herren, ich werde heute allen Befehlsbefolgern da draußen einen wirklich wichtigen Ratschlag geben. Und ich kann es tun, weil ich diesen Rat befolgt habe und ich habe es bereits getan. Verlassen Sie Ihren Kult. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Das war Marc Passio.